Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Creepy Driver Parallel Lights. Und ich wollte endlich mal gucken, wie man... Ach so geht das! Ach, man muss das wirklich neu kaufen! Natürlich! Ist das euer Ernst? Jetzt habe ich wieder 100. Da muss man sich ja 10-mal überlegen, ob man sich Nitro kauft. Wie krank. Weil wir gerade das nächste Rennen machen. Und gleich werde ich noch was probieren, weil ich werde jetzt mal was probieren. Ich werde jetzt versuchen, mein Glas voll zu kriegen. Na? Na? Geh voll! Geh voll! Komm! Komm! Na, komm! So. Siehste, hat doch geholfen. Siehste, jetzt kann ich wieder ein neues Bier trinken. Prost. So. Weiter geht's zum Rennen. Was? Einmal auf schwer! Ja, ich mache jetzt auf schwer, weil ich meinen Motor getuned habe. Das weiß ich doch. Oh Mann! Ich hab doch eben gerade gespielt, da muss ich doch die Tastenbelegung kennen. Ja, du bist halt bescheuert, ne? Du kannst das halt nicht. Meldet sich die Wurstpelle neben mir, weißt du? Geht ja mal gar nicht. Ich bin der Wurstpelle, ne? Guck dich mal an. Ah, jetzt habe ich wieder 100. What the fuck? Alter, wie weit die Dinger wegfliegen. Das ist ja unfassbar. Ja, genau. Na, wo fährst du heute wieder schön? Leute. Läuft bei euch, ne? Läuft bei euch. Ja, bei dir auch, so wie es aussieht, ne? Das ist ja eine Katastrophe. Nein, schwer. Wollte schon sagen. Du schaffst das nicht, haha. Halt's Maul, ich schaff das. Ich hab den doch getuned, alter Mann. Ich hab den getuned. Ja, genau. Leute. Was doch drei Runden. Was ja, ich habe drei Runden. Aber ich will es mal auf schwer schaffen. Koffe. Hast du ein bisschen Dings verrutscht. So. Juckt das Stromgehirn. Hallo, kann ich auch mal. Danke. Ja genau, direkt am Start. Wir krachen nur anderen rein. Das fängt super an. Super, freue ich mich. Ist auch nicht störend oder so. Alter, wie verschwommen hier alles ist. Wow, was hat das denn gerade? Sah ja komisch aus. Es bringt irgendwie gar kaum was. Ja, genau! Alter! Willst du mich verarschen?
Brüll nicht so ins Mikro, Mann! Du sagst mir, dass ich nicht ins Mikro brüllen soll? Du machst das doch selber! Wie soll ich das denn schaffen jetzt? Ich bin Sechster, Alter! Mein Gut, der Dresden von der dritten Runde, aber guck mal, was die am Vorsprung haben! Wie soll ich das denn noch aufholen, bitte? Vielleicht fahr doch mal ordentlich! Wie soll das denn gehen? Ordentlich fahren! Sag mir das bitte! Ja, fahr ordentlich! Sag mir es! Denn gesagt, fahr ordentlich! Wow, das war gut! Achso, mein Programm, meinte ich Zuschauer. Entschuldigung! Aber ich schaff das trotzdem nicht! Kannst du vergessen! Vergiss es! Nichts zu machen, Leute! Nichts! Gut, ich komme langsam wieder ran, aber... Das kannst du vergessen! Es geht nicht! Autsch! Nö, 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 nö! Alter, das gibt's doch nicht! Muss man so viel saufen? Dann kann das auch nichts werden! Na gut, dass man vor dem Rennen startet, dass das Auto wieder heil ist, dass man Nitro wieder ordentlich hat. Oder ordentlich. Und dann geht das. Das ist super. Freue ich mich. Muss man nur ordentlich fahren können, ne? Aber die haben echt overpowerte Wagen. Mit denen kann man das ja eigentlich nicht schaffen. Aber ich will es schaffen. Nö. Vergiss es. Ich mache auf Mittel. Egal was du sagst, ich mach auf mit. Mann, bist du eine Pussy! Alter, das ist mir so... Boah, da brauchst du... Oh, Alter, ich kämme mir das nochmal im Kopf ein, ey. Boah. String und nicht Enter. Verdammt nochmal. Nein, ich reg mich nicht auf. Doch, du regst dich auf. Aber dafür will ich das ohne Nitro schaffen. Ohne. Schaffst du nicht. Autsch. Autsch. Oh, dankeschön. Dankeschön. Du blödes... Mann, schreien ist uns Mikro. Nein, ich dreh nicht langsam durch. Ich bin die Ruhe selbst. Mein Auto qualmt! Warum? Weil du so scheiße gefahren bist. Wollt ihr wissen, wie viel das kostet, wenn ich das wieder reparieren muss? Mein schönes Auto? Aua, schon wieder. Ja, genau. Sorry, Leute. Das wurmt mich gerade. Alter, was... Was geht? Was soll das? Was soll denn das? Das ist doch blöd. Die behindern mich ja alle. Ja, Nitro, genau. Am ungünstigsten Zeitpunkt. Ja. Du wolltest doch gar kein Nitro einsetzen. Ja, ich weiß, dass ich kein Nitro einsetzen wollte, aber wenn die scheiß behinderte Tastenbelegung das verhindert, dann kann ich da auch nichts ändern. Guck dir die Scheiße mal an. Ich hab nichts gedrückt, kein S, nichts. Ich seh's. Eigentlich müsste ich dann eine andere Kamera noch machen, die auch meine Tastatur zeigt, dass man sieht, dass ich nicht auf S gedrückt habe. Kannst das S ja essen? Hahaha. Flachwitz. Meine Fresse, ey. Das ist unfassbar. Das geht nicht sowas. Was soll denn das? Scheinbar schon. Merkst es ja gerade beim Zocken. Wenn die Programmierer, die es programmiert haben, die es einprogrammiert haben, mit dem Pfeiltasten, also mit dem Gas geben, dass man zweimal die Pfeiltaste nach oben drückt, zum Gas geben, dass man dann Nitro bekommt, automatisch, statt mit S oder mit der extra Nitro-Taste. Darüber
kann man nur facepalmen, ganz ehrlich. Weil ich habe 5% Nitro verschwendet, nur weil ich, na gut, fast 5, weil ich habe, eins habe ich ja auch mit Absicht gemacht. Aber ich habe Nitro verschwendet, obwohl ich es gar nicht wollte. Nur wegen dem Scheiß, was sie da Programmierer einprogrammiert haben. Das ist blöd, echt. Hast du es zu Ende ausgelassen? Und das Geld, was ich jetzt kriege, da werde ich den Andeck ein bisschen aufrüsten mit Nitro. Wenn du das schaffst. Weil den ganzen Verfolgern auch und so. Na gut, sieht ja gut aus. Aber das geht nicht. Moment. Das ist ja schon Vorsprung. Ja, und dann werde ich vielleicht noch eine Mission machen. Nein, nein, nein! Du blödes, dreckiges! Es lief so gut, Leute. Es lief so gut. Und dann kommt so eine Scheiße. Oh, sorry. Ich melde mich gleich wieder. Bis gleich, Leute. Hallo. Ja, da bin ich wieder. Reg dich nicht auf. Ich soll mich nicht aufregen? Das sagt der Richtige. Reg du dich mal nicht so auf. Bei manchen Sachen. Boah, Alter, ich... So schlimm ist das denn auch wieder nicht, wenn ich rumbrülle. Was machst du denn da jetzt? Du Scheißspiel. Hast du genug gelitten? Gehst du nur besser? Ja, ich musste mich abreagieren. Das, ja. Das hat man gesehen. Prost. Mann, ich will auch Bier trinken. Beim nächsten Mal gibst du mir aber Bier ab. Da krieg ich auch ein Bier zu trinken. Wenn ich schon mitkommentieren soll. Muss schließlich auch was vom Kommentieren haben. Wollen wir auch rumzuspielen? Achso. Ich halte den Autoschrott. Ich meine das Spiel, nicht euch. Ja, ja. Du meinst immer die, die jetzt gucken. Fick dich, Spiel! Wieso zeigst du mir jetzt den Finger? So. Das ist in das Spiel gemeint, wie ich das dann so mache. Nein, du meintest mich gerade, mir hast den Finger gezeigt. Auch wenn es immer so aussieht manchmal, wenn ich euch damit meine, aber so ist es nicht. Das würde ich nie machen. Lügner, Lügner! So, ich versuche jetzt ohne Nitro zu arbeiten. Sag mal, seid ihr bestimmt? Brüll dich sonst Mikro! Nein, ich reg mich nicht auf. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, ich hänge hier nur seit... Ich verschwende nur einen ganzen Part damit, dieses Rennen zu schaffen, was ich in vorigen Parts mit Leichtigkeit geschafft habe. Mit Leichtigkeit. Er muss nicht so viel saufen. Und er fahr doch mal ordentlich. Ich fahr ordentlich! Ja, ja. Ist mir egal, das... Nun, deine Pfeiltasten. Das mein Pfeiltasten. Sieht schon aus wie so eine Pfeiltaste. Kann nichts mehr. Wollte ich nicht. Boah, das ist ein echt schlechter Point gewesen. Zum Nitro geben einfach. Ja, gut, zweite von dritter Runde. Ich bin jetzt Zweiter. Okay. Kann man lassen oder auch, ja. Verpiss dich! Verzieh dich! Der klebt an meiner Stoßstange, Alter, wie... Weiß ich nicht.
Der ein bisschen U-Kleber verwendet. Muss doch schon wieder Product Placement machen. Einfach. Deswegen klebt da meine Stoßstange. Was mancher Sekundenkleber auch so aushält, ne, das ist unfassbar. Weil ich habe gesehen, dass Sekundenkleber ein paar Tropfen ein ganzes Auto tragen können. Das ist Wahnsinn. Das ist unfassbar, wie stark mancher Kleber ist. Das geht gar nicht. Stell dir vor, stellt euch mal vor, ihr klebt euch mal die Finger zusammen. Wie wissen die auseinanderkriegen dann? Weil ein Tropfen, das müssen ja mehrere Tonnen aushalten, wenn er schon ein Auto tragen kann. Oh, wow, was mache ich gerade? Das muss echt krass sein. Müssen die denn da die, musst du dir in der Haut wegreißen quasi, damit du deine Finger frei kriegst, was sich extrem eklig anhört? Und vor allen Dingen, wie kriegt man das vom Finger denn wieder ab? Ich meine, gut, der handelsübliche Sekundenkleber, den kriegt man ja mit warmem Wasser oder so ab. Oder mit anderen Substanzen, ich weiß das ja nicht. Wie kriegt man denn... Ja, ich weiß ja nicht, was die für einen Sekundenkleber genommen haben in den Film oder bei Galileo zum Beispiel. Haben die es auch gezeigt. Was nehmen die denn... Was nehmen die denn da für Kleber, also für Lösungsmittel, damit die falls die welche die Finger zusammenkleben, was nehmen die dann, wenn das mal eintritt, dass die Finger da zusammenkleben? Ich muss mir mal vorstellen, du klebst dir die Finger mit Sekundenkleber zusammen, mit dem der ein ganzes Auto tragen kann. Und du kriegst die Finger nicht auseinander und hast kein einziges Lösungsmittel, was helfen würde. Wie du denn gearscht bist, so das ganze Leben lang rumzurennen, also mit den Fingern so zusammen. Boah, weil du, wie wirst du denn ein Glas halten oder, ne, das... Echt scheiße. Oh, mein Auto, ne? Das Auto sieht so scheiße aus. 200, bitte, 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 bitte. 132. Oh, das Spiel hat Gnade mit mir. 2073. Dann werde ich mal den Andeck nehmen. Der wieder heil ist. Und ja, dann werden wir mal... Die anderen Sachen haben wir alles gemacht. Wir brauchen nur Nitro. Wie Leistung? Mauseinspritzung 500. Okay. Das haben wir. 500. Schneller wäre auch schön. Haben wir noch 1073. Dann werde ich mal die 40er Flasche nehmen. Dann hat er wenigstens alles voll. So. Ja, Leistung. Motor hat er. Der kann der Stufe 3 machen? 1000. Gut, lassen wir das. Einstellbare Federn, 200. Dann machen wir das auch. Und wir haben noch 200. Die geben wir auch noch aus. Dann haben wir noch 73. Abbremsen. Bremsen kann man. Welche Bremsen eigentlich schon? Bei Dings. Wo hast du das gemerkt? Du passt ja auch nicht auf, wenn ich spiele, weißt du das? Da brauchst du ja auch nicht zugucken, ganz ehrlich, oder mitkommentieren. Was zur Hölle ist das? Was war das denn gerade? Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört gerade? Was war das denn bitte? Was war das? Was war das?
Das will ich mal wissen. Das muss ich mir im Let's Play nochmal anhören. Was war denn das? Alter, das Let's Play wird echt creepy. Naja. Mauseinspritzung habe ich ja schon. Naja, hey, kann ich erneuern. Haha. Weil ich ja was verbraucht habe. Was wollte ich noch gucken? Ich wollte... Achso, habe ich alles. Okay, 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 okay. Dann, wenn echt, wenn wechsle ich zum Andeck. Ademann Andeck! Naja. Ich weiß, dass er schlecht war, Mann. Lass mich doch mal schlechte Witze reißen. Du weißt doch, dass meine Witze, ja, Flachwitze halt manchmal gelitten sind. Naja. So. Was sagt unser Timer? Ja, der sagt, okay, kannst du eine halbe Stunde aufnehmen. Super. So, was können wir da noch machen? Ein Pfeil haben wir da noch. Gut, ich drücke mal W. Weiß Hanspunkt. Aber man kann die echt nicht mit T umziehen, das geht gar nicht. Ich meine, den Witz mit T habe ich ja bei den anderen schon gebracht, also ein paar zwei. Aber es ist doch echt ein bisschen, ja. Ah, ich muss jetzt noch... Sorry, Leute, also ich will jetzt keinen zum Rauchen verleiten, aber... Ich meine, Nichtraucher... Sorry, Nichtraucher, dass ihr da mal zugucken müsst, aber... Seid froh, dass ihr nicht raucht. Weil dann müsst ihr nicht aussehen, dass den Popschutz berühren, was man definitiv gehört hat. Ja. Ja, wo wollen wir denn mal hin? Sorry. Musst du mal rülpsen im Let's Play, das ist ekelhaft. Hör doch mal auf damit. Ist doch gut, ich habe mich doch entschuldigt. Ach Mann. Mein Bro immer. Meine Fresse. Letzte Chance. Auftragsklau? Nein. Straßenrennen? Ja. Auftragsklau schwer, Geldhai schwer, Geldhai, Rennstrecke Jersey, Straßenrennen Mittel, Auftragsklau Mittel, Rennstrecke Hanspoint, Geldhai, Straßenrennen, Aufladen, Jersey, Hanspoint. Okay. Die nächste Mission ist letzte Chance und die werden wir gleich machen. Wenn ich aufgeraucht habe. Bis gleich. Alter, Leute, zieht euch mal die Leute rein, die da, ja, Alter. Schädelbraten, lecker. Oh, Alter, die braten ihre Schädel, ja, schön hier. Das sieht ekelhaft aus, würde ich mal sagen. Alter, die braten ihre Köpfe in dem Fass. Wie ekelhaft das aussieht. Bah. Mach ich doch gleich. Aber gut, ich wollte hier langfahren. Wollte ich nur mal gezeigt haben, also... Wir sehen uns im Ziel wieder. Bis gleich. Wollte auch mal gezeigt haben, durch die Höhle fahren. Oder durch Tunnel. Ja, sagt nichts, war mein Auto qualmt. Das
ist, ja. Weil ich hier dauernd rumgesucht habe gerade. Alter. Kann ich auch mal durch, danke. Ich fahre hier einfach durch die Tunnel mal. Ach Leute, ich will auch da mal vorbei. Was geht? Mein Auto ist doch Schrott bis dahin. Ja, natürlich. Nimm mir nochmal 10-mal Nitro. Das Nitro ist runtergegangen, weil ich muss ja langsam fahren und immer die Teiltasten mehrmals berühren, damit ich langsam fahren kann. Wir sind auch gleich da. Das würde ich einfach mal drin lassen, einfach. Aber ich nehme ein anderes Auto, weil das qualmt. Tut mir leid. Aber... Alter, wie das aussieht. Meine Fresse. Nicht mal so eine Karre einfach. Man kann sich doch die, auf der Karte kann man doch sich die Informationen angucken. Letzte Chance. Machen wir das auch mal. Prost. Ich gebe meinem alten Fahrer eine letzte Chance, sich zu beweisen gegen dich. Mhm. Gewinnst du gegen den Kerl bei dem Motorradwettrennen, werde ich dir viel Arbeit besorgen. Verlierst du, was? Wirst du im Kofferraum enden. Was? Wir treffen uns in der Altstadt. Motorrad. Dann geht's los. Bring deine eigene Kiste mit und pass gut auf. Deine eigene? Ich hab kein Motorrad. Fahr das Motorrad mit, zieh mir. Waffen sind nicht erlaubt. Ich melde mich gleich wieder. Bis gleich, Leute. Ja, so bin ich, ja, bin ich wieder jetzt und ja. Muss man die Haare schneiden, das ist hier zu lang. Naja. Was ein Motorrad. Sorry. Gut, das. Das ist. Nee, das ist zu doll. Ich weiß auch nicht, wo ich einen Speicherpunkt in der Nähe habe. Muss ich speichern, aber... Ich würde es erstmal dabei belassen. Und... Ja. Ich werde eine kleine Aufnahmepause machen. Bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es wieder heißt. Let's Play, Creepy Driver, Purple Alliance. Und... Motorradrennen, also rennenmäßig kann ich das ja, aber Motorrad fahre ich überhaupt nicht gerne. Ich werde mir ein Motorrad suchen, das ein bisschen aufbrezeln. Mit Nitro und Leistung und alles. Und dann sehen wir uns wieder. Und wie ich das mache, werde ich im nächsten Part auch bringen. Bis dann, Leute.